Zum Zweiten greift ihr das Recht am eigenen Bild. Recht am eigenen Bild? Was meinst du damit? Das bedeutet ganz einfach, dass fotografierte Personen, hier die Jugendlichen, ein Recht am eigenen Bild besitzen. Dass also Bilder oder Videos von einer oder mehreren Personen nur im Einverständnis dieser im Internet oder auf Social Media Plattformen veröffentlicht werden dürfen. Wenn du also ein Foto von jemandem machst, solltest du dich fragen, ob du erstens eine Berechtigung hast, die Aufnahme an sich zu nutzen und zweitens die abgebildete Person als Bildmotiv zu zeigen. Es gibt jedoch... Aber warte mal kurz. Werden denn nicht voll oft in so Settings wie hier einfach mal Bilder geschossen, wo auch mehrere Personen zu sehen sind? Ich habe das schon voll oft gesehen. Muss man denn da wirklich so streng vorgehen? Nein, da hast du absolut recht. Stell dir vor, du besuchst mit deinen Freunden eine öffentliche Veranstaltung, zum Beispiel ein Konzert oder so. In diesem Fall versteht ihr euch als eine zusammengehörige Gruppe. Du machst also vielleicht ein Foto, wo du das gesamte Konzert festhalten möchtest und anschließend hochlädst. Fotos, die also lediglich die Versammlung beschreiben und als öffentliche Veranstaltung gelten, können hochgeladen werden. Sobald du aber anfängst, einzelne Teilnehmer zu fotografieren, musst du dir unbedingt vorher eine Genehmigung einholen.